Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory Oceans. Jo, im letzten Part haben wir erstmal unsere Hauptcharaktere kennengelernt. Und außerdem wurden wir in ein mysteriöses Glänzen reingezogen, was uns durch irgendeinen Teich befördert hat. Ja, und wir haben eine Frau getroffen, und zwar Odette. Ja, und sie hat uns halt gefragt, was wir hier so machen. Ja, und wir haben festgestellt, dass die Nami, also unser Vibe, das steckt in dem Körper von Velias drin. Was sehr komisch ist, ja. Und Odette hat gesagt, wir sollen ihr einfach mal folgen und sie zeigt uns hier ein bisschen was. Ja, und da ist sie auch schon, die gute Odette. Hier entlang, na komm. Jo, da winkt sie uns auch schon, wo wir hinkommen sollen. So, dann folgen wir ihr einfach mal. Oha, wie hoch ist der denn jetzt gejumpt, ey? Also sehr beweglich, unser Belias. Das ist der Laden des Schmiedes. Unsere Schmiedin ist ein wenig ungewöhnlich. Du wirst sehen, was ungewöhnlich heißt, wenn du sie triffst. Du bist eine tolle Fremdenführerin, Odette. Wir haben viele Touristen auf der Insel. Ich führe meine Gäste ständig herum. Ja, das ist doch super. Da haben wir schon mal eine Person getroffen, die sich richtig auskennt. Oh, und wir schauen wieder in den Himmel und sehen wieder so einen Erzdrache, haben sie die wohl genannt? Hey, das ist... Oh, ich dachte, da ihr nicht von hier seid, wisst ihr das nicht. Das ist ein Erzdrache. Ha, habe ich doch mir richtig gemerkt. Wächter der Insel Phenis. Ich bin eine Drachenpriesterin. Cool. Moment mal. Wie? Was ist los? Wir stammen auch von der Insel Phenis. Was? Aber ich habe euch noch nie zuvor auf der Insel gesehen. Sag ich doch, die sind bestimmt durch die Zeit gereist. Und wir haben dich auch noch nie zuvor hier getroffen. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Aber das ist die Insel Phenis, von der wir stammen. Die Gebäude sehen anders aus. Und der Baum an deinem Teich ist viel größer. Doch der größte Unterschied sind die Erzdrachen. Auf unserer Insel Phenis gibt es so viele Erzdrachen, dass sie quasi den Himmel verdecken. Oha, krass. Ja, da ist es schwierig, etwas Farbe zu bekommen. Oh Mann, wer will schon Farbe bekommen? So bräun sieht doch total scheiße aus, finde ich persönlich. Ihr zwei kommt also von einer Insel Phenis aus irgendeiner Parallelwelt? Ich weiß es nicht. Ist das überhaupt möglich? Nun, wie dem auch sei, ihr braucht auf alle Fälle einen Platz zum Schlafen. Aber wisst ihr, ich habe gehört, dass es vor einigen Jahrhunderten viele Erzdrachen auf dieser Insel gab. Seltsam. Vielleicht bekommt unsere Parallelwelt die Drachen aus deiner Welt. Oder vielleicht... Jetzt ist nicht die richtige Zeit, darüber nachzudenken. Jo, finde ich auch. Gehen wir, ich muss euren Rundgang beenden und nach Hause. Sonst regt sich meine Schwester auf. Ah, also sie hat auf jeden Fall schon mal eine Schwester. Schon mal eine interessante Info. Und da winkt sie uns wieder herbei. Und wir müssen ihr wieder folgen. X-Taste, um höher zu springen. Cool. Das ist der Dessin-Coquille-Weg. Er heißt Dessin-Coquille-Weg, weil hier das... Der Sorgungiller anwesend. Ey, die wollen mich verarschen. Hilfe. Oh Gott. Lachkick auf dumm. Dauernd französische Wörter hier, ey. Gleich dort, sieh nur. Ja. Oh Mann. Das ist das Badehaus. Wenn du hier badest, lädst du deine Energie wieder auf. Am besten benutzt du es einmal am Tag. Gehen wir weiter. Cool, kann man das einfach so benutzen, ohne was zu bezahlen oder was? Oder müssen wir was bezahlen? Hm, werden wir noch sehen. In diesem natürlichen Bad gibt es Quellwasser, das von Vulkangesteinen erwärmt wird. Wow, cool. Es ist ein großartiger Ort auf der Insel, um zu entspannen.
Das Männerbad ist auf der linken und das Frauenbad auf der rechten Seite. Das Badehaus ist kostenlos. Cool. Und lädt deine LP und RP wieder auf. Dort werden alle Krankheiten geheilt. Außer Erkältung. Ja, alle Krankheiten, aber außer Erkältung. Wegen Putzarbeiten ist es wochentags von 12 bis 15 Uhr geschlossen. Okay, also 3 Stunden putzen sie es immer. Oh mein Gott, dass sie uns immer herwinken muss, anstatt dass sie einfach mal neben uns läuft. L1-Taste, um nach vorne zu schauen. Ah, okay. Also wenn ihr irgendwie so steht und euch dann dingstert, dann dreht ihr euch. So, dann mal schauen. Der Platz ist direkt da vorne. Also wie ihr seht, wir bekommen hier eine ganz schön lange Stadtrundführung auf jeden Fall mal. Was ja ganz gut ist, denn da ich das Spiel ja noch nicht gezockt habe, weiß ich ja auch noch nicht, wo die ganzen Wege sind. Und ich bin sehr orientierungslos, schon mal dazu. Also es könnte passieren, dass ich mich des Öfteren mal verlaufe in diesem Let's Play. Das wird bestimmt noch lustig. Das ist die Kirche. Oh mein Gott, Kirche. Nein. Vater Gerard ist eine starke Persönlichkeit. Hier scheint jeder eine starke Persönlichkeit zu sein. Haha. Ja, das kommt hin. Bitte warte hier, während ich eine Besorgung mache. Vater Gerard, hier ist es. Ich glaube, sie hat auch selbst gerade gerufen. Wusste ich jetzt nicht so. Das Essen, was du bestellt hast. Greetings, Odette. Thank you ever so much. Alas, I overslept this morning. I ran out of time to make breakfast for the children. This is a great help. Huh? Who is that? He looks like a fine young gentleman. Okay. Wer ist das? Er sieht aus wie ein hübscher junger Gentleman. Ah! Nein, das ist mein Belias. Wer, er? Er bleibt ab heute in meinem Gästehaus. How very nice. Please introduce me to him. Hilfe! Das ist ja mal ein cooler kirchlicher Typ. I didn't do anything. Oh my goodness. It seems I have to go now. Ja, also schon mal ein sehr lustiger Pastor, Priester, was auch immer. Ja, eine starke Persönlichkeit. Ja, wir können auf jeden Fall auf ihn zählen, wenn wir Hilfe brauchen. Das ist schon mal super. Warte mal. Wie, was ist denn? Siehst du das? Es ist wunderschön. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wow, eine Glocke. Richtig cool, eine Glocke. Ja, der Kirchgarten. Oh, für Hochzeiten. Ja, das werden wir vielleicht später auch noch sehen. Wenn wir uns nicht ganz so doof anstellen bei den Mädels oder Jungs, wie auch immer. Sie hofft dort, ihren Traumprinzen zu heiraten. Oh, das wäre so romantisch. Ich kann es mir richtig vorstellen. Scheibenkleister, Mädchen. tja, wir machen mit dem Rundgang weiter. Ja. Ich schätze mal, dass der ganze Part bestimmt voll mit einem Rundgang sein wird. Ja, mal schauen. Wo ist sie denn jetzt? Nein, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Wo ist sie? Ach, da hinten. Oh Mann. Ah, jetzt will sie zurückgehen. Ich bin ja mal gespannt, wo wir da unsere Bleibe zu bekommen. Ich glaube, sie sagte was von Gasthaus, ne?
Lauf doch mal schneller, du olle Odette. Odette ode Toilette. Ja, das ist wieder das Anwesen. Und die Lady Beatrice ist dort die Bürgermeisterin. Sie war stinkreich. Okay, war? Das hört sich ja nicht so gut an. Oh, ja. Bin ich ja mal gespannt. Die hat bestimmt ihr Geld total verpulvert. Oh, wer ist das denn? Oh, hi, Merwin. Merwin? Wird es, glaube ich, ausgesprochen, wenn ich sie richtig gehört habe, die Odette. Who is this? Wer ist das? Hey, that's no way to greet someone. That is not our custom in the Dark Elf Homeland. But if that is how it's done among humans, I will tell you my name. Ah, okay. I am Maerwen, sie ist auf jeden Fall here. Goodbye. Eine Dunkelelfin. Ja, das ist ja schon mal cool. Eine Dunkelelfin im Maidkleid. Ein nettes Mädchen. Ah, okay. Ja, wird man noch sehen. Belias hat nicht so den Eindruck, dass sie nett ist, aber ja. Schauen wir mal, was das so ergibt. Oh, und sie winkt schon wieder. Ich kann es nicht mehr sehen. Immer rennt sie vor und winkt. Naja, so lange wie sie immer nicht so weit weg rennt, sodass ich sie noch finde, geht's ja noch. Ja, das Gasthaus. Da gehen wir als nächstes hin. Oh, die Kirschbäume sehen toll aus. Die gefallen mir sehr gut. Hoho, so schön. Schöne rosa Kirschbäume. Oh, und sie läuft wieder so langsam. Oh yeah, das wird wohl das Gasthaus sein, denke ich doch mal. Oh, Tante Emma Laden. Da verkaufen sie Lebensmittel. Ach so, das ist der Tante Emma Laden, nicht das Gasthaus. Hey, Odette. Und eine weitere Heiratskandidatin, würde ich mal vermuten. Oh, a new guest? Good for your business. No, not like that. He'll be staying at my guest house for a while. Okay. I'm Sierra. Nice to meet you. Ja, ebenfalls schön, dich kennenzulernen, Sierra. Hallo, Sierra! Wer ist das? Ich bin Nami, ein komischer Zauber oder sowas hält mich in Belias Körper gefangen. Oh mein Gott. Oh, das klingt lustig. Na ganz klasse, gar nicht irgendwie schockiert oder so. Hey, was soll's, ich werde spielen gehen. Magst du mitkommen? Du könntest auch mitkommen, Odette. Oh, also sehr verspielt scheint die Sierra zu sein. Dieses Mal lehnen wir ab. Ich muss Belias das Haus zeigen. Oh mein Gott, Odette will Belias das Haus zeigen. Oh, also gut, bis später. Tschüss. Yo, und die Sierra winkt uns noch ganz freundlich. Und dann rennt sie und geht spielen auf dem Spielplatz. Oh Mann. Ich wohne nicht weit weg, gehen wir. Ich frage mich gerade, wo die hier spielen will. Gute Frage. Naja, gut, ist ja viel Landschaft hier. So, und wir folgen Odette. Oh Mann. So, wo sind wir denn jetzt? Winkt doch nicht immer 3 Stunden. Ah, das ist das Gasthaus. Ja, das ist doch cool. Dann sind wir jetzt beim Gasthaus angekommen. Und sie sagte gerade meine Schwestern, also hat sie mindestens 2 Schwestern. Und nicht nur eine. Ja, da bin ich mal gespannt. Dann werden wir die Schwestern wohl auch gleich kennenlernen. Hoffe ich doch mal. Jo, es ist echt großartig. Auch wenn wir noch kaum was gesehen haben. Wir sollten mal reingehen. Das ist es. Es ist wirklich hübsch. Ihr könnt in dem Häuschen wohnen. Lasst mich euch herumführen. In dem Häuschen? Nee, jetzt sag bloß, wir gehen doch noch nicht in ein Gasthaus rein. Oh nein!
Wie, Belias? Hast du etwas fallen lassen? Was ist das? Es sieht aus wie ein Samen. Okay. Das stimmt, woher der wohl kommt. Ich gucke mal gerade, da unten steht Zubehör wechseln bei L1. Nein, das geht noch nicht. Das werden wir wohl erst später können. Ich glaube, wir haben heute größere Geheimnisse, um die wir uns Gedanken machen müssen. Nami überlegt, was es wohl sein könnte. Hey, versuchen wir doch mal, den Samen einzupflanzen. Ich wette, daraus wächst etwas Tolles. Ja, ist auch eine Idee. Oh, komm schon, das ist bloß ein Samen, der hier herumlag. Was soll damit schon sein? Lass ihn uns einpflanzen, Belias. Wenn du es nicht willst, benutze ich einfach deinen Körper und mache es selbst. Ach du Scheiße, jetzt wird Nami echt böse. Okay, okay, ich will nicht, dass du wieder die Kontrolle über meinen Körper übernimmst. Das ist so schrecklich. Ja, das glaube ich. Ich pflanze deine blöden Samen ein. Danke, sehr nett. Hihi, Belias, ich schätze, du hast keine Chance, es Nami zu verweigern. Okay, Odette ist voll auf unserer Seite. Was ist denn mit euch beiden los, seid ihr zwei? Wir sind bloß Freunde. Grummel, also so lustig ist das nicht. Na los, lass uns den Samen einpflanzen. Tja, da hat die Odette auch gleich mal so nachgecheckt, so was da so läuft, ne? Weil Odette ist bestimmt schon an Belias interessiert. Sieht ja auch richtig stylisch aus. So. Und da pflanzt der Belias schon den Samen ein. Bin schon fertig. Bist du jetzt zufrieden, Nami? Sehr. Ich hoffe, er wächst schnell. Ja, ich bin auch mal gespannt, was die da genau jetzt angepflanzt haben. In Ordnung. Sollen wir weitermachen? Oh Gott. Elendlange Stadtrumführung. Bin ich froh, wenn die gleich vorbei ist. Wenn sie mal ein bisschen schneller laufen würde, das wäre praktischer. Ein Bett. Und noch ein Bett. Oder war das dasselbe? Ich weiß nicht. Oh Mann. Das wird euer Zuhause sein. Es ist ein wenig klein, aber das stört euch doch nicht, oder? Sieht ein bisschen grau aus, finde ich. Also ich mag es ja lieber bunt, aber... Du überlässt es uns für eine Weile. Wie könnten wir uns da beschweren? Es ist ein süßes kleines Haus. Wir lieben es. Naja. Wir benutzen es zwar nicht, doch es wurde stets sauber gehalten. Ihr könnt gleich sofort einziehen. Aber groß ist es ja mal, muss ich ja sagen. Lasst mich euch herumführen. Folgt mir. Oh nein. Jetzt führt sie uns noch in ihrem Haus 3 Stunden rum. Das ist das Bett. Nee, das hätten wir jetzt nicht gedacht. Schlüpft abends hinein, um eine ordentliche Portion Schlaf zu bekommen. Bleibt nicht zu lange draußen. Oh mein Gott. Schlafen ist wichtig für die Gesundheit. Ja, merkt euch das, Leute. Liebe Leute, geht immer früh schlafen. Ja. Ah, okay. 5 Uhr morgens fällst du vor Erschöpfung um. Und dann wirst du dich erkälten. Merkt euch das. Niemals bis 5 Uhr morgens wach bleiben. Ich lasse euch den Kalender da, den ich aus dem Lebensmittelladen habe. Der wird euch nützlich sein. Darin stehen die Daten für Feste und Geburtstage. Oh, ich sollte gleich mal euren Geburtstag eintragen. Belias, wann hast du Geburtstag? Ich habe am 14. des Herbstes Geburtstag. Ah, okay, das ist schon vorher festgelegt diesmal. Also man kann sich den Geburtstag nicht selbst aussuchen. Ist auch eigentlich ganz gut. Weil dann legt man sein Geburtsdatum nicht zufällig auf das Geburtsdatum irgendeines Dorfbewohners. Ja. Nami hat am 13. des Frühlings. Oh, schön im Frühling. Ist ja super. Passt ja zu ihren Haaren. Da wachsen ja auch... Also im Frühling wachsen ja auch die Kirschbäume. Und die haben dieselbe Farbe wie ihre Haare. Deshalb passt Frühling gut zu ihr, finde ich. So, das wollte ich sagen. Okay, das war's vorerst. Wenn ihr neue Geburtstage und andere wichtige Daten erfahrt, werden sie automatisch in euren Kalender eingetragen. Hey, das finde ich cool. Ja. Auch wenn ich mir die Daten, ehrlich gesagt, schon mal vorher rausgesucht habe. Damit ich schon mal ein bisschen Bescheid weiß, wann wer Geburtstag hat. Die Liste habe ich jetzt gerade nicht liegen, weil ich schätze mal, das werden wir in diesem Part noch gar nicht benötigen. Da die Stadtrundführung ja eh Ewigkeiten dauert. Ich hoffe, ich kann gleich mal speichern. Das ist euer Lager. Hier könnt ihr Gegenstände, die ihr nicht benutzt, reinlegen.
Und das ist das Bücherregal. Hier könnt ihr eure Rezepte und so weiter aufbewahren. Oh, sie erklärt uns wirklich jeden kleinen Scheiß. Ich werde euch ein Tagebuch da lassen. Haltet darin euren Fortschritt fest. Ah, das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Wieso schreibt ihr nicht gleich in euer Tagebuch, was heute passiert ist, damit ihr es nicht vergesst, wisst ihr? Bis zu 15 Spiele... Boah, 15 Spielestände. Wow, da kann ich jeden durchheiraten, ey. Voll cool. 15 Spielstände, yeah. Cool, also wir können hier speichern. Und das heißt, ich werde jetzt auch speichern. Hahaha. Speichern. Endlich ein Speicherpunkt. Cool. Ich brauche nicht nochmal das Ganze durchspielen bis zu einem bestimmten Punkt, sondern ich habe jetzt gespeichert. Und das heißt, wir können im nächsten Part dann auch gleich weitermachen. Und ja, ich brauche nicht vorher nochmal bis zu der Stelle hier spielen. So, dann beende ich den Part jetzt auch hier. Und dann sehen wir uns, ja, im nächsten Part. Ich freue mich auf euch. Ja, und das war doch eine super Stadtrundführung von Odette. Bis dann. Ciao, ciao.